Willkommen zur Fashion Week in Berlin. Ich bin Katrin Gelinski. Die meisten von euch werden mich kennen als Kate Glitter. Auf wunschfrei.com blogge ich und heute möchte ich euch entführen, mit mir Backstage Mark Kane zu erleben. Kommt mit! Bevor die Show beginnt und die Stars über den roten Teppich laufen, wird natürlich noch geschminkt und gestylt. Ich bin ganz gespannt, wer mich jetzt hier in der Styling Suite erwarten wird und werde einfach mal nachschauen. Jetzt habe ich die liebe Viktoria Swarovski hier getroffen. Viktoria, ja. Das, was du trägst, ist auch mal kennen? Natürlich. Natürlich. Ich bin ganz happy, das tragen zu dürfen, weil es einfach ein lustiges Kleid ist. Es ist jung, cool, fresh. Und ist Jeans auch so dein favorite thing diesen Sommer? Oder? Ja, ich finde, dass Jeans diesen Sommer wahnsinnig wieder zurückkommen. Man sieht es halt auch an den, einfach an den Latzhosen, die alle jetzt tragen. Ja, und Jeanskleid. Und ich liebe auch so Jeansjacken. Das ist halt immer was, was du irgendwie rüberziehen kannst. Immer Das schaut immer lässig aus, wenn das Outfit. Cool. So, jetzt sitze ich hier mit der bezaubernden Marvin Rieder, Model und Moderatorin aus Holland. What is your favorite summer must-have item this year? Loose fit trousers are going to be the really must-have in summer. If you combine it with a nice tank top or you just a little spaghetti top, it looks really nice. Okay. You look very beautiful. Thank you. Mit Chefdesignerin Karin Veit und natürlich möchte ich von ihr wissen, was war ihre Inspiration für die Spring-Summer 2017 Kollektion, die wir gleich sehen werden? Inspiration, die kommt von Happy Hour, von Urlaub in der Karibik, von Fruit Cocktail, von Früchten, exotischen Blumen. Dann wollte ich dich fragen, ob ich ein kleines Kurzinterview mit dir führen kann, wo es immer nur eine Antwort gibt, und zwar einmal schwarz oder weiß. Weiß. Hohe Schuhe oder flache Schuhe? Flach. Rote Lippen oder Nude? Rot. Und Sommer oder Winter? Sommer. Okay. Vielen lieben Dank. Viel Spaß. Was bei keiner Fashion Week fehlen darf, ist die Modelwand, wo alle Looks einmal aufgelistet sind, damit Models Bescheid wissen, was sie tragen müssen. Und zwar haben wir hier einmal die Flowers, dann sehe ich Leo, ich sehe Punkte und ich sehe Streifen. Also all das wird uns gleich erwarten. Also gespannt sein. Stefanie, du bist ja Model heute für Mark Kane. Ist das dein erstes Mal, dass du für Mark Kane modelst? Ja, das ist wirklich das erste Mal und es ist echt so total schön. Schöne Sachen, alle sind gut gelaunt und ich freue mich immer noch sehr. Cool. Und was genau denkst du vor der Show, bevor du rausgehst? Hast du da irgendwie so ein Mantra, was du so gerade laufen oder ist es... Ich glaube, jeder kennt das, wenn man einfach nur läuft, man muss nur laufen auf der Straße, man weiß, man wird beobachtet, dann fühlt man sich plötzlich ganz, ganz komisch. Ja. Also darf man gar nicht daran denken und einfach... Nicht nach rechts und links. Genau. Ja, cool. Genau. Viel Spaß. Danke dir. Ich stehe jetzt hier mit der lieben Charlotte von The Fashion Guitar. Ich bin ein such a big fan of your blog. Thank you. And what's your favorite summer trend this year? I think in general I really like the cut-off jeans, like the little bit like old sort like length, and then with maybe a colorful ballerina plaid or something like statement. And I would wear it simple with t-shirt and jacket or something, but yeah, just make a nice statement with the shoes. Und es geht weiter. Ich habe hier die liebe Nina von Nina Süß. Richtig. Und du trägst Mark Kane. Warum hast du dir den Look ausgesucht? Ich habe mir den Look ausgesucht, weil ich finde die Beige-Töne sehr sommerlich und sehr schön. Ja. Und ich finde, Mark Kane hat immer eine tolle Farbpalette und da gefällt mir einfach immer dieses Pastellige sehr gut. Und dann habe ich natürlich mich dafür entschieden. Das hast du gut gemacht. Du siehst sehr gut aus. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Show. Danke dir. Was ist, glaubst du, ist das Geheimrezept oder warum magst du Mark Kane so? Ich kann immer nur für mich sprechen und ich kann einfach nur sagen, dass man immer Mark Kane die ganz normale Größe ankommt. Es passt. Ich habe noch nie irgendetwas ändern müssen. Hat immer die richtige Länge, die richtige Weite. Es hat immer eine super Passform. Die Materialien sind toll. Vielen Dank. Viel Spaß bei der Show. Danke. Thank you.
wir sind jetzt im China Club und hier wird die After-Show-Party stattfinden. Kommt einfach mit. So, ich sitze jetzt hier mit der lieben Lena Meyer-Landrut und ich möchte mal wissen, wie fandest du die Show? Toll, also es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich als Musikerin fand vor allem die Musik wirklich toll. Ja, also ich finde, es war echt eine richtig positive und tolle Stimmung. Und ich freue mich immer so, wenn man so das eine oder andere Teil findet in der Kollektion, wo man denkt, oh, das passt perfekt zu mir. Und ja, das habe ich auf jeden Fall auch bei einem Outfit sofort, war ein perfektes Gefühl da. Cool. Ja, fand ich richtig toll. Okay, super. Vielen Dank.